Am späten Nachmittag kehrten Ingvi und Frida zurück. Jora, die am Tisch vor dem Haus auf Carlas Bitte hin Küchenkräuter und Gemüse kleinschnitt, sah sie mit einem Handkarren um die Ecke biegen. Als Ingvi sie erkannte, stieß er einen überraschten Laut aus, ließ den Karren stehen und kam mit einem breiten Lächeln auf sie zugeeilt. Frida folgte ihm auf dem Fuß. Jora, die nicht wusste, wie der neben ihr sitzende Grimm auf ihren Onkel reagieren würde, befahl ihm hastig: »Freund!« Doch der Hund knurrte nicht angriffslustig, als Ingvi sich ihm näherte, sondern schnupperte friedlich an dessen respektvoll entgegengestreckter Hand. Jora war verwundert, denn es wirkte, als ob Grimm ihren Onkel bereits kannte, obwohl sie den Hund bei ihren Besuchen in Reinsdorf nie mitgebracht hatte. Vielleicht las Grimm in Ingvis offenem, freundlichem Gesicht weder Boshaftigkeit noch Arglist, oder aber ihr treuer Gefährte nahm einfach die große Freude wahr, die sie beim Anblick ihres Onkels empfand. Ingvi fasste sie an den Händen. »Ich wusste, du würdest es hierher schaffen. Du glaubst nicht, wie glücklich ich darüber bin.« Energisch drängte Frida ihren Vater beiseite, umarmte Jora und ergänzte mit einem kecken Augenaufschlag: »Und ich freue mich, endlich den Wolfshund kennenzulernen, von dem du mir so viel erzählt hast.« Furchtlos streichelte sie Grimm hinter den Ohren, was dieser gutmütig über sich ergehen ließ, und stieß einen zufriedenen Seufzer aus. »Jetzt haben wir endlich Gelegenheit, mehr Zeit miteinander zu verbringen.« Jora wiegte den Kopf und dämpfte die Erwartung ihrer Cousine. »Ich muss so schnell wie möglich weiter, zu Carven. Sicher hast du von seiner Flucht gehört.« Frida runzelte die Stirn. »Du weißt doch gar nicht, wo sich dieser Kerl aufhält. Katan ist groß. Willst du etwa jahrelang kreuz und quer durch die Wildnis stapfen, bis du, wenn du ihn endlich gefunden hast, zur runzligen Greisin geworden bist?« Jora musste grinsen. »Nein, gewiss nicht. Ich weiß, dass Carven und die Raben zu einem Delta im Süden wollten. Ich habe vor, mit einem Segelboot dorthin zu fahren.« »Einem Segelboot?« echote Ingvi in gutmütigem Spott. »Welchem? Etwa meinem?« Sie lächelte ihren Onkel an. »Ja, ich habe gehofft, du würdest mich dorthin bringen.« Ingvi hob erstaunt die Brauen. »Kaum bist du angekommen, willst du schon wieder weg? Warum hast du es so eilig?« »Wenn Fenrir erfährt, dass ich hier bin, wird er seine Häscher losschicken. Er wollte ja schon von Anfang an meinen Kopf, aber jetzt, nachdem ich seine Söhne getötet habe, wird er bestimmt erst ruhen, wenn er sein Ziel erreicht hat.« »Du hast die Zwillinge umgebracht?« hakte Ingvi verblüfft nach. »Ja, es blieb mir leider nichts anderes übrig.« Sie senkte den Blick. »Wenn ich irgendeine Chance gesehen hätte, ihr Leben zu verschonen, hätte ich sie ergriffen. Aber sie wollten eine auf meinen Kopf ausgesetzte Belohnung einstreichen und haben mich angegriffen. Es ging alles so schnell.« Sie nahm seine Hand, drückte sie und blickte ihn dankbar an. »Ich weiß übrigens nicht, wie der Kampf ohne deine Messer ausgegangen wäre.«